Öffnungszeiten Donnerstag bis Sonntag, immer freitags bei uns dann. Und das meine ich damit, was hier richtig losgeht, Live-Musik bei uns. Ansonsten jeden Samstag werden wir eine Almhüttenparty haben. Jeden Sonntag ist der Almhüttenbrunch. Erstmal auch ein gesundes Neues der Almhütte Cottbus. Gut ins neue Jahr gerutscht, erstmal die erste Frage. Ja, so ist es. Sind wir tatsächlich. Also war am Ende ein sehr versöhnlicher Abschluss. Mitten im Jahr war es ein bisschen durchwachsen, aber war wirklich eine tolle Silvesterparty, die wir hatten. Haben uns sehr gefreut. Die Gäste waren, glaube ich, sehr zufrieden. Und hiermit auch nochmal ein ganz großes Danke an alle Gäste, die im letzten Jahr da waren und vor allen Dingen an die Mitarbeiter. Also die haben wirklich Großartiges geleistet. Wir hatten ein volles Haus über Wochen hier. Da war viel zu tun und haben mich großartig unterstützt. Also da vielen Dank an alle Mitarbeiter auch von hier an der Stelle. Und es geht tatsächlich turbulent weiter. Ihr habt euch ja was Cooles ausgedacht. Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen. Es geht jetzt an den Wochenenden vor allem richtig los hier. Richtig. Jetzt geht es überhaupt erst richtig los hier bei uns in der Almhütte. So ist es. Wir haben ab sofort, also die Woche ab Freitag, aber ab nächste Woche immer Donnerstag bis Sonntag geöffnet. Also Montag bis Mittwoch Ruhetag. Das eindeutig gesagt, damit es dann auch wirklich jeder weiß, sich danach richten kann. Es gibt einige, die bestellen wollen. Es gibt die Möglichkeit außerhalb der Reihe, aber dann so ab 40, 50 Personen kann man dann auch mal Montag, Dienstag oder Mittwoch aufmachen. Ansonsten Öffnungszeiten Donnerstag bis Sonntag, immer freitags bei uns dann. Und das meine ich damit, was hier richtig losgeht, Live-Musik bei uns, fast jeden Freitag. Da haben wir tolle Bands dabei. Jetzt kommen schon an diesem Freitag die Banausen und heizen den Leuten ordentlich ein. Und dann wird später Second Life heißen die Band, Band Jana, Neo Party Band, viele andere auch. Also viele tolle Bands aus der Region, die sich hier die Klinke in die Hand nehmen und hier den Leuten für Spaß sorgen. Das kann man so sagen. Ansonsten jeden Samstag werden wir eine Almhüttenparty haben, die altbeliebte und bekannte. Das alles findet übrigens dann im hinteren Raum statt. Hier vorne ist ganz normal à la carte Geschäft, also man kann auch trotzdem sehr gern kommen und essen und trinken. Das gute Essen, was wir haben, auch mit dem neuen Stielkotelett, was ich immer wieder nur erwähnen kann, sehr gut angekommen. Also hier vorne Speisen, hinten dann die Partyabteilung in der zweiten Hütte, immer freitags Live-Musik, Samstag Almhüttenparty. Und ich sehe auch, dass sonntags was ansteht. Genau, also jeden Sonntag ist der Almhüttenbrunch, ist auch sehr gut angekommen bei den Leuten. Ein bisschen Werbung haben wir schon gemacht. Es gibt schon einige Reservierungen, da sind aber noch Plätze da. Und wir haben tolle Preise bei allem. Die Live-Musik wird etwa so bei 10 Euro Eintritt sein. Die Almhüttenparty 8 Euro Vorverkauf, 10 Euro Armkasse. Und die Karten, die man vorher gekauft hat, sind auch wirklich für die ganze Zeit bis Ende April nutzbar. Also wenn man sich so ein bisschen kränklich fühlt, kurz vorher kann man die Karte nutzen, in der nächsten Woche oder die Woche drauf. Also sie verfällt da nicht. Das ist so neu. Und der Almhüttenbrunch vor allen Dingen, da ist ja Frühstück und Mittag quasi dabei, von 10 bis 14 Uhr für sensationelle 24,90 Euro. Die ganzen Tickets und die ganzen Infos finde ich einmal vor Ort, nehme ich an, von donnerstags bis sonntags und auch im Netz, oder? So ist es, genau, so ist es im Netz. Also deswegen sage ich auch immer wieder, es lohnt sich, sich mit uns auf Facebook und Instagram zu verlinken und zu befreunden, dass man da alle Infos immer bekommt, weil es wird eine Menge mehr auch noch passieren, worüber wir natürlich auch bei euch informieren werden. Das ist ja auch ganz wichtig. Immer schön Niederlausitz aktuell gucken, da kriegt man es dann auf jeden Fall auch mit. Und damit hat man dann alle Informationen und verpasst nichts.